Es ist halt, ja, was soll ich sagen? Kompliziert würde. Nee. Da würde ich hart untertreiben. Frohes Neues! Frohes Neues, ja! Was ist mit dir los? Upshot from the rooftop bay. Oh, mein Handy. Wo ist mein Handy? Scheiße. Handy vergessen. Da können wir nur tweeten. Keine Insta-Story, dann nur ein Tweet. Dann nur ein Tweet. Aber ich sehe gut aus. Abend, guten Abend, meine Kinder. Twitch.tv / Maximum Heatness. So. Schalte Twitch ein, bekomme direkt die Meinung von Maxim. So ist das Leben auch geplant. Nicht immer, aber oft. Prost. Ich hatte heute keinen Kaffee gehabt. Deswegen habe ich jetzt bis quasi Abendbrot getrunken, sag ich schon. Abendbrot gegessen. Und es gab noch Käffchen, weil ich einfach so Bock drauf hatte. Wir waren heute bei dem Theater, Leute, bei dem Puppentheater. Und das war, also für die Kinder fand es toll, aber für mich war es so unfassbar lame, dass ich halt richtig gemerkt habe, Alter, ich hatte heute noch nicht meinen Kaffee. Oh mein Gott. Bei Windows-Einstellungen möchte ich auch manchmal Steuerung Z drücken. Das geht nicht. La 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 la. Frohes Fieden, Leute. Frohes Fieden. Plan für heute auch, by the way, sehr simpel. Wir werden einfach nur, ich mache meine Haare ein bisschen zurecht. Wir werden jetzt einfach noch ein bisschen Leel zocken. Normalerweise wäre ich heute Nacht schon gefahren. Also jetzt hätte ich so Sachen gepackt und hätte mich Richtung Berlin begeben. Aber habe ich es nicht getan. Denn morgen bringe ich quasi die Kinder noch frühs, damit Diana nicht so früh aufstehen muss. Ist doof für mich, weil ich verliere valuable time of working. Aber kriegen wir irgendwie hin. Kriegen wir hin. Vielen Dank an Docs. Das ist super lieb von dir. 10 Monate. In Roh. Roh. So, warum ist das hier so hoch? Warum ein bisschen niedriger machen? Man muss ja nicht übertreiben. So, wir haben die Jungle-Position. Das ist noch so ein Entspannungsgame. Noch eins zum Warmwerden. Direkt Timo Top Lane. Nein, ich kenn's. Oder vielleicht Swap nicht. Ich glaube, die kennen sich. I have a feeling. I have a feeling. Tonight. Oh mein Gott, tonight's gonna be a good, good night. Ah, ba, 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 bisschen Bock auf Schwäner. Ja, wir nehmen mal wieder Schwäne. Wir hatten lange nicht mehr. Ich lehre sie das Fürchten. Die Frage ist, nehmen wir Press the Attack?
denke ja. Prestate Hair GD ist. Das ist Käse. Der Triumph ist ganz cool. Der Tech Speed ist immer ganz gut. Und dann. Ja, das ist ein bisschen schade einfach nur. Also es ist eigentlich cool. River Walking. Puh. Weißt du was, ich mag irgendwie diese Revenus-Variante. Ich mag sie einfach und dann immer so ein Zombie-Ding noch mit. Und normalerweise muss leider auch ein Tick-Speed mit rein. Full AD-Team, let's go. Aber Kartus hat das Ganze gut ausgeglichen. So, sind Sie der Herr Doktor? Motherman. So, hast du schon Full Tank Riven gezockt? Full Tank Riven mit Aftershock. Wäre die Riven-Variante, die ich wahrscheinlich okay finden würde. So, aber ich habe mich hier wieder auf 50 Tonnen Tee gemacht. 50, 60, 70 Tonnen Tee. Und ja. Oh, ich habe wieder alle Skins, ne? Und habe wieder keinen gewählt. Opfer. Was sind deine Feed-Vorsätze? Also irgendwann ist ja wieder der Placement-Shit. Ja, aber da würde ich mich auf jeden Fall Richtung Platin sehen. Dass wir so ein Ding, was ich noch gerne hätte. Ernährst du dich ähnlich wie bei den 100 Tagen? Also Robert hat gemeint, ich darf ruhig mehr essen. Ich habe wirklich ein bisschen übertrieben. Das habe ich über Weihnachten noch getan. Also jetzt habe ich wirklich... Ich habe nicht übelst reingehauen wie ein Schwein, aber ich habe trotzdem... Ich habe auf jeden Fall mehr gegessen als sonst. So, Desktop-Zaun mache ich jetzt noch an. Und... Ja, freue mich jetzt aber wieder auf Training. Ich war jetzt ja ein bisschen noch erkältet und alles. Klinge jetzt zwar, finde ich, für mich noch ein bisschen komisch, aber Happy Feed. Vielen Dank, Franz. Happy New Feed. Er ist da. Er wird kommen. So, ja. Also das ist erstmal der Plan ist auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich loslegen. Ich habe ungefähr dreimal die Woche geschafft zu trainieren und jetzt war ich seit vielleicht vier, fünf Tagen nicht mehr. Das habe ich einfach nicht geschafft. Aber, also geschafft hätte ich es, aber es hat für mich keinen Sinn gemacht. Ein bisschen zu cold. Zu ercoldet. Und ja. Naja, durch invaden kann das Team wahrscheinlich doch nicht. Ja, und der Plan ist, Das auf jeden Fall fortzuführen. Ich habe jetzt schon mit Robert vereinbart, dass ich Freitag ihn sehe. Ich quasi Freitag mit ihm Training mache. Und... Yes. Yes. Damn. Sie sollten fliehen. Hey. So. Ah, schade from the roof. Kennst du das, wenn ihr so Ohrwürmer habt und einfach nur eine Vollmeise? Lol. Vermisst du eigentlich Max auf Arbeit? Das geht eigentlich ganz gut, weil er hat ja immer so sein eigenes Büro gehabt und da hat man sich gar nicht so oft gesehen. Ja, also so groß ist der Unterschied nicht. Also wenn ich in Berlin bin, bin ich ja auch der übelste Arbeitsmensch. Das heißt, so viel sozialen Kontakt habe ich gar nicht. Das war eine gute Hilfe. Und ja. Burn. Deswegen war das gar nicht so schlimm, wie vielleicht einige sich ausmalen. Nur noch Kartus-Meldung. Ja. Kartus ist auf jeden Fall ein cooler Typ.
Ein gern gesehener Gast. Gerade gegen eine Atrox-Weiger-Botlane. Ich meine, was ist da los? Guys, was ist da los? Was ist da der Deal? Deal-Schmiel. Zack. Ihr Ende wird kommen. Na gut. Wow. Der hat ja nicht mal einen Assist. Das sind einfach Dinge, die ich wirklich null verstehe. Ja, wirklich, die mich einfach nur hart confusen. Lol. Die hatten wirklich nicht viel HP. Da war nicht mehr viel übrig. Wie war Silvester bei dir? Also mein Silvester war sehr schön. Das war unverhofft schön, weil man halt nichts irgendwie Großartiges geplant hat oder so. Oh. Sondern wir wollten, also bei mir war die Überlegung, ob ich nach Berlin fahre oder nicht. Und dann, es fühlt sich halt komisch an, nicht bei den Kindern zu sein, Silvester über. Deswegen bin ich quasi hier gewesen, aber wir haben jetzt irgendwie keine Party organisiert und wollten auch nicht direkt zu jemanden oder so, sondern das war, wir haben hier echt sehr entspannte Nachbarn. Ja, quasi ein Pärchen, wo die Frau eine Russin ist, wo ich natürlich instant free Bonuspunkte habe. Und die sind halt ultra nett und haben uns dort eingeladen, weil die so Kesselgulasch gemacht haben. Du selbst halt. Gulasch of Doom. Und das war super chillig. Die haben quasi Freunde eingeladen. No, und wir waren dann einfach mit, in Anführungszeichen, wir durften einfach mit dabei sein. So, hat ja auch gut Spaß gemacht. Und haben dann unser Ding gemacht. Haben dann dort quasi gegessen und alles. So, wie wäre es, wenn wir den hier töten? Wow, der Stun hält echt lang. Aber war auf jeden Fall gut alleine. Ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht kriegt der Zed den noch. Ich hätte ja wirklich aus dem Käfig rausfleischen sollen. Jetzt ist er wirklich tot. Und ich krieg nichts dafür. Das ist ärgerlich. Classic Maxi Moment. Wow, das ist ein Free Kill. Das war ein interessantes Movement. Aber ist okay. Kann ja passieren. Keiner ist perfekt. Ja, und dann haben wir dann also dort getrunken, unser Ding gemacht. Raketen haben wir jetzt nicht so viel. Also wir böllern nicht. Raketen haben wir quasi nur für jedes Familienmitglied eine Rakete. So. Das ist quasi der Plan. Oh, shit. Aber vielleicht ist raus. Ist auch nicht schlecht. XP nehme ich natürlich mit. Tja, und dann, also wir waren natürlich ein bisschen paranoid, das bedeutet, wir haben halt relativ häufig zu den Kindern geguckt, die haben es halt nicht bis um 12 durchgehalten, die waren halt ultra tot. So, und das ist auch völlig fein. Ups, jetzt habe ich einen Punkt ins E gepackt, GG. Und haben dort, haben dann quasi die Werwölfe vom Düsterwald oder so heißt das, gespielt. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das hat halt, also das Spiel haben wir auf Arbeit witzigerweise gespielt mit unserem Influence-Management. So, und wir, früher haben wir das als Mafia gekannt. Wo es quasi Mafiosis gibt und Bürger und einen Detektiv. Und das Spiel fand ich schon früher ziemlich nice. Also ich fand es halt wirklich cool. Es ist ein Gesellschaftsspiel, muss viel reden, kannst richtig viel trollen und so. Ist übel nice. Und ich kannte die Variante bis vor ein paar Wochen mit den Werwölfen halt noch nicht. Und da hast du halt, ich meine, das ist halt so Gaming, ne? Das ist halt Game Design, wo die Leute einfach sich gesagt haben, yo, wir müssen das Spiel aufpeppen, wir machen einfach mehr Rollen dazu. Und das ist halt godlike so. Die Idee, da mehr Rollen dazu zu packen, ist halt einfach genius so. Oh, da hättest du ein bisschen weiter noch drehen können. Aber ist okay. Dreht mit dem E durch, Leute. Wobei ich nicht weiß, ob er auf Silence oder sowas warten wollte. Auf jeden Fall dreht mit dem E durch. Oh, wow. How tragic.
Der lässt das Ding einfach da raus. Naja. Auf jeden Fall haben wir das dann bis 3 Uhr nachts oder so gespielt. GG. Das ist natürlich eine Balancing-Frage an sich, das Game. Also es ist halt... Also wir haben das wir haben jede Runde übelst gefeiert. Also ich war der Spielleiter, ich habe nicht mitgespielt. Weil die kann ja das Game nicht. Und da war es mal ganz gut, wenn jemand ein bisschen XP hat. Und dann einem das Game vorstellt. Ich glaube, ich probiere trotzdem mal den Botlane-Gank. Und wir haben jedes Mal gefeiert, wenn die Werwölfe gewonnen haben, weil es halt wirklich 100-mal schwerer ist. Oh, ich habe echt kein Glück bei sowas. Feuerball. Ja. Und das war cool, weil also die Bürger sind halt dadurch richtig overpowered. So Hexes ultra strong mit 2 Spells. So. Mit Seo so ganz okay. Kann ich ja quasi von früher noch. Also die haben das wirklich gut gemacht. So, die haben das halt wirklich, wirklich gut gemacht. Arbeitest du auch über die Feiertage? Ich habe jetzt jeden Tag trotzdem gearbeitet, ja. Also war nicht auf Arbeit, aber ich habe ja hier oben mein kleines Studio. Ich habe trotzdem jeden Tag ein YouTube-Video gemacht, ja. Macht sich ja nicht von selbst. Ja. War aber echt cool. Also das hat mit denen, wir kannten die Leute ja auch nicht, aber es hat so Spaß gemacht. Und denen hat es halt auch Laune gemacht. So, das ist immer das Schönste. Weil ich war ja vom Spiel ohnehin überzeugt, weil ich es halt schon kannte. Aber manchmal ist es schwierig, andere von einem coolen Spiel zu überzeugen. Das war definitiv eins. Okay. Ich nehme einfach die Minions mit. Thank you for farming. Ja, kein Ding. Kein Ding, Zed. Ich glaube, der macht jetzt hier Sachen, oder? Nee. Wollen die den diven? Nee, die müssen den gar nicht diven, ne? Der ist schon tot. They don't have to. Ich lasse jetzt mal meinen Smite noch da. Okay, Flash ist raus. Das reicht mir absolut. Flash reicht mir absolut. Oh. Alter, das Geräusch, wenn der Pilz explodiert. Das ist ja insane. Hast du gehört, wie laut das war? Einfach Boom. So. Ich bin ein bisschen squishy, das ist das Problem. Ich halte hier nicht viel aus. Aber erst ab 10 Leute macht es Spaß. Das muss ich auch sagen. Also die schiere Anzahl an Spielern ist schon sehr, sehr entscheidend. Wir waren quasi zu 8 minus ein Spielleiter. Also wir haben quasi zu 7 gespielt. Ja, aber es gab trotzdem, ich glaube, wir haben 5, 6, 7, 8 Runden gemacht. Die meisten haben die Bürger gewonnen, aber 2 Runden haben die Werwölfe gewonnen und das war richtig cool. So, als Werwolf musst du, das Lügen ist halt so schwer. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich schwer. Es ist deutlich leichter, von seiner Rolle von Anfang an überzeugt zu sein, als einfacher Bürger, will ich mal sagen. Als irgendwas vorzugeben, was man nicht ist. Es ist halt wirklich deutlich, deutlich schwieriger. Also, wir hatten zum Beispiel bei uns in der Firma dann halt Momente, wo einfach nur die... wo ein Werwolf, sag ich mal, sagt, okay, also er wird irgendwie bedroht und sagt dann zu seiner eigenen Rettung, dass er die Hexe ist. So. Okay, Leute, ich sag's jetzt, wie es ist. Ich bin die Hexe. Ich weiß, dass ich den und den so und so das und das gemacht habe. Und ich als Hexe drehe mich dann natürlich um, sitze halt neben ihm und lach mich halt tot. So. Muss halt übel lachen und dann kann er nicht mehr so weit schauspielern. Also das ist halt wirklich richtig schwierig, dann als Wolf durchgehend zu behaupten, was man halt in Wirklichkeit ist. So, und das ist halt impossible so. So, das ist halt wirklich... Es ist halt einfach schwer.
Fireball. Ja, ich glaube, der wollte jemand anders töten eigentlich, oder? Naja. Es ist halt wirklich, wirklich deutlich einfacher, der Unschuldige zu sein und für seinen Volk, was auch immer, einzustehen. Haben wir zumindest bemerkt. Es ist so viel leichter. Das ist ganz schlimm. Es ist einfach legit deutlich leichter. Wenn du so... Ja, weiß ich nicht. Gerade wenn es nicht so viele Leute sind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es einfach so 12, 15 Leute sind. Ich glaube, auf der Anleitung geht es irgendwie bis 18 Leute oder so. Das ist halt schlichtweg insane, so. Oh, das war gut gemacht vom Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig gut gemacht vom Set. Dass er da wirklich ihn nochmal getrollt hat, war stark. Das hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. War ein bisschen close. Oh, der ist gestorben. Der Set ist auch ein Idiot. Der war ja schon safe. Oder? Jetzt wurde ich hier nochmal besamt. Aber ich glaube, hier wird mich keiner stressen. Okay. Boah, ist das close. Hätte ich eigentlich ein bisschen mehr Auto tanken müssen. Oder ich hätte einfach hier rüber springen müssen. Eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass die mich diven. Ich habe mich jetzt eigentlich sehr, sehr sicher gefühlt mit meiner Ult. Ich habe noch zu wenig Resistenzwerte. Unterschätzt. Einfach unterschätzt. Ja, aber im Großen und Ganzen dadurch Silvester halt echt sweet. Auch wenn man sagen muss, dass hier bei uns wirklich viel geballert worden ist. Also wurde ja viel darüber diskutiert, ja, wie giftig das Ganze ist und wie viel Feinstaub und den ganzen Shit man in die Umwelt bläst. Das ist halt schon viel. So, es ist halt wirklich, du machst halt den Planeten nicht wirklich schöner dadurch. Aber das hat auch nicht aufgehört. Also, auch entsprechende Parkplätze oder sowas, die ja für solche Events genutzt werden. Na, du machst das ja nicht vor der eigenen Haustür, weil das musst du ja eventuell aufräumen. Timo ist dann auch drüben, ne? Wie soll ich denn da rüberkommen? Alter. Oh, ich bin echt geblendet, ne? What? Ich darf das noch überleben? Nee, ich dachte schon. Da kommt noch ein Dominion-Shot hinterhergeflogen. Ich kriege ja ein bisschen HP, ne? Ich kriege ja hier... Wie viel kriege ich? 250. 250 ist gar nicht so wenig. Aber wäre natürlich witzig gewesen, wenn ich das überstanden hätte. Ne? Klar. Müssen wir nicht drüber reden. Aber schwierig. Läuft aber gut. Auch wenn der Zed echt viel weint. Ne? Der weint wahrscheinlich immer noch. He's crying. Die ganze Lautstärke beim Silvester und sowas kommt ja noch dazu. Wobei man sagen muss, also das ist dann halt auch unterschiedlich. Also wir hier, wir müssen halt, ich muss halt ehrlich sein, dieses Haus ist halt wirklich, ist ja ein 0815-Reihenhaus, ne? Das heißt, es ist, also nichts, also ich habe noch nie meinen Nachbarn gehört, so. So noch nie, nie. Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr isoliert.
Was halt krass ist. Also du gehst halt hier, die haben ja die Kinder hier drüben gehabt und jetzt kein Babyphone oder sowas. Das heißt, sie sind ab und zu mal hingegangen, guckt, okay, schlafen die noch? Ja, nein. Und... Wow. Das ist aber eine großzügige Hitbox, wenn ich ehrlich bin. Und du hast halt die Tür aufgemacht und es war übel laut. Und sobald die Tür zu war, hast du... Ich meine, du hast noch gemerkt, dass es Geböller ist, aber es ist halt so sanft gewesen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also... Wow, dein Schild ist aber echt strong, du. Ist schade, aber er hat geflasht. Flash für Ult ist immer entspannt. Mach ich jetzt Red. Ich habe mit dem Bild halt wenig Cooldown Reduction, ne? Das ist so ein bisschen die Problematik. Cooldown Reduction ist immer ein gern gesehener Stat. Ich hätte doch gedacht, wow. Wow. Oh, das war das. Wieso ist der an den Turret gelaufen? Das war sein Q. Ich habe sein Q nicht gesehen. Das schwebte dann noch irgendwo in meinem Körper, technisch gesehen. Das ist ja gar nicht bemerkt habe. Ja. Aber sonst war es echt sweet. Immer so, wenn man es halt sich. Bin ja auch so, wenn ich auch irgendwie auf Partys oder so gehe, wenn ich das Gefühl habe, jo, das wird übelst scheiße, dann wird es meistens gut. Und da auch, wenn man aber nichts großartig gedacht oder geplant. Und dann hat man einfach nur gechillt und festgestellt, jo, wir haben halt echt coole Nachbarn da. Wir haben wirklich, wirklich, muss man so sagen, einfach Glück mit denen. Oh, das wird, glaube ich, gut. Das wird, glaube ich, ganz gut. Oh, wow. Boah, schöner Flash, das war wichtig. Boah, dieses Blenden hasse ich, ne? Ich habe jetzt auf 80% des Damage einfach verzichtet. Ich fucking geblendet worden bin. Also ich verliere halt so viel Damage als Shyvana, weil doch sehr viel über Auto-Attacks kommt. Ja, was machst du auch? Du bist halt dumm. Oh mein Gott, der ist da drin geblieben? Uff. Zed's coming. Oh, wow. Hier war der Stun. Den habe ich keine Chance. Dann hat er den Stun einfach insane gut getroffen. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Wieso habe ich den nicht gesehen? Ein bisschen schade. Wenn der Stun gut trifft, trifft der Stun halt gut, ne? Wie das aussieht. Oh, der Flash, der wird ja nichts bringen. Oh, der hat keinen Mana, ne? Doch, das müsste er jetzt haben. Ei, oh mein, das sieht irgendwie gar nicht so schlecht aus. Jetzt hat die Karte so nicht verhindert, aber... Hm? Kennen dich die Leute auf der Straße eigentlich häufiger? Ja, geht. Ich gehe ja nicht so oft raus. Erstens das. Aber wenn ich irgendwie so einkaufen bin oder so, dann passiert das ab und an. Und Diana kriegt das mehr mit. Also wir waren vor kurzem im Kino. Mir fantastische Bierwesen geguckt. Und da haben sehr viele, also da, die kriegt das dann häufiger mit, wenn Leute dann, wenn junge Menschen deutlich mehr grinsen, als es jetzt gerade ein Zeitpunkt war, um krass zu grinsen. Ja, damit Base-Schaden ist halt toxic, ne? Lol. Okay, dieser Flash war einfach nur, please. Just let me die. Können jetzt eigentlich Baron machen, ne? Das macht man normalerweise.
Weil es sind halt übel viele Leute tot, ne? Moment, Karthus, ne? Karthus ist halt schon relativ lustig, was Baron angeht. Ja, ein bisschen unsauber. Aber sowas macht man normalerweise. Und das Team, erstmal mit Lane. Erstmal irgendwas Dummes. Aber so ist es leider. Hm, wir haben sogar Cooldown Reductions am Start. Let's talk about that. Tschüss. Oh, what? Der kriegt das echt noch hin. Boah, da würde ich so kotzen. Da Echo bist. Das ist halt einfach schlimm. Was soll ich sagen? Einfach nur schlimme Schlimmung. Das hat ihr mit Drake gemacht, ne? Ja, genau. Oh, Alter, ist auch so ein Gepilze. Wow. Was macht der denn? Junge, der weiß ja wirklich, wie viel Base-Schaden ich habe, offensichtlich. Ja, der Karthus ist der Cutie einfach. Kann man ja auch machen. Okay, Zed. Let's do this, I guess. Wow. Boah, ich hasse deinen Rumgestanne, weißt du das? Das ist das letzte Minion hier, ne? Okay. Piss mich. Bye-bye. Oh, chased er mich? Nee. Das wäre nicht so geil. Dann nehmen wir jetzt Red und dann geht's richtig los. Frohes Neues, frohes Neues. Ja, auf jeden Fall. Also wir waren halt im Kino und ich wurde da einmal an der Kasse quasi erkannt. Oder Diana hat gemeint, da guckt schon wieder einer. Na, ich guck die Leute dann ja nicht die ganze Zeit an. Kennst du mich wirklich? Das macht dir ja auch nervös, wenn man immer so angestarrt wird. Und dann saß auch einer neben mir. Zuerst saß ein alter Mann neben mir und dann hat der alte Mann gesagt, ja okay, dann tausche ich halt. Und dann hat er mit seinem Enkel oder so getauscht. Dann neben mir sitzen darf. Oh wow, what? Jetzt habe ich ihn abgebrochen. Wie dumm. Ich dachte, ich bin cool, weil ich unstoppable bin und fliege einfach mit rüber. Und dabei habe ich ihn quasi abgebrochen. Das ist einfach nur GG, Alter. Einfach nur GG. Aber ja, was soll ich machen? Weigert doch 0 HP, ey. Das sieht so schlimm aus, wenn man einfach nur die HP-Leiste sieht. Und sich einfach nur denkt, Alter, that's a lot of damage. So, können wir uns mit Echo anlegen? Weiß es nicht. Der will halt wieder irgendwo stunnen, ne? Ja, auf sich selbst. Hi. Okay, ich bin tot. Ja, das war nicht schlau. Ich wollte mal testen, wie cool ich bin, aber für die beiden bin ich auf jeden Fall nicht cool genug. So, und ich denke, wir machen dann noch das als letztes. Vielleicht hattest du ja einfach was im Gesicht. Das kann auch sein. So irgendwas. Sie waren, also ich meine, im Prinzip ist es egal, was es war. Solange die Menschen einfach nur glücklich sind. Hat er sein Q vorher gemacht? Die Shurikens haben auch nicht wirklich Cooldown, ne? Das ist halt auch schön. Ey, der Garen hält aber auch lange durch. Das muss man jetzt mal so sagen.
Der hält auch lange durch. Dick im Gesicht. Da lag das ja daran, dass ich wieder meine Brille mit der Penisnase auf hatte. So, und du, ihr seid einfach nur geisteskrank, ne? Ihr chased euch hier einfach 5 Milliarden Jahre. Die Frage ist, kann ich den überhaupt bekommen? Ich glaube, das Problem ist halt, die Ult habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Dass sie einfach viel weiter fliegt. Aber das ist irgendwie gar nicht mehr der Fall. Das ist einfach irgendwie gar nicht mehr der Fall. Bam, bam, schmam. So, ich könnte mal für den Drake gehen, ne? Mount ist echt in unserem Team so strong. Ein Zed ist einfach komplett am Inten. Intosaurus. Willst du den Turret? Ja. Willst du den Turret? Ja. Ich glaube, den könnten sie bekommen. Ach, da schere ich mich jetzt gar nicht so sehr drum, sondern warte noch ein bisschen ins Laufstellen. Also der Echo ist halt wirklich ein Problem. Triple Mountain, let's go. Das ist ja das Witzige, dass sie nicht wissen, wie der Baron aussieht. Also, unser Team weiß das jetzt auch nicht wirklich. Oh, das war ärgerlich. Tschüss. Oh, wow. Ah, ich mache halt der Damage, ne? Ich mache halt einfach Damage. So. Halt einfach nur dumm. Und so ist das mit Idiots. Idiots sind nun mal zum Idiotieren. Alter, wie viele Pilze hast du hier eigentlich hingelegt? Ich weiß nicht, ob ich das mit der Hydra kann. Sieht nicht so aus, ne? Ich mache echt nicht genug Damage. Problem ist, seit Baron hat er diesen Debuff, ne? Diesen doch recht unpraktischen Debuff. Aber die sind halt dumm. Könnt ihr euch das bitte... Könnt ihr euch das bitte so... Oh, das könnte wehtun. Wow, der flasht für mich. Wir hätten einfach 5-mal den Baron machen können. Aber die sind so dumm. Karen und Zed ist einfach IQ. Nein. Nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Spiel nicht verstehen, wie es geht. Aber der weiß es. Das ist Tryndamere hier oben. Oder Master Yi. Der macht das hier sehr gut. Oh, lol. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das hat mir einfach meine Augen... Lol. Das hat mir einfach meine Augen zerstört. I'm shot from the rooftop, baby. Naja. IQ, nein, nein.
Ich würde es doch mal probieren. Mal sehen, ob jemand ein bisschen Brain hat. Aber Timo und Dings sind unten. Ich probiere es nochmal. Ich brauche eigentlich nur Kartus. Das ist ja das Schöne. Ich brauche halt nur Kartus. Die anderen sind nicht mal nötig. Wow. Oh, wow. Einfach. Wow. Ist es immer noch unsichtbar? Ich dachte, darüber hätten wir geredet. Ein bisschen zu viel Damage. Oh, der verbrennt auf jeden Fall, ne? Ja, wie viel Leben ihr Triumph wiedergegeben hat, ist auch lächerlich. So, Kartus ist am Leben. Kartus, come to me. Ja, mach den Blue erst noch. Wenn der Blue geht, halt wirklich schnell. Finish doch einfach. Ne, finishen können wir nicht. Da ist Timo, der hat da 50.000 Pilze hingestellt. Ihr müsst euch vorstellen, auch wie groß die Viecher sind, die haben halt minus 30 im R. Minus 30 im R ist halt einfach nur, Leute, ich bin halt völlig, völlig useless. Wow, was hast du denn hier? Ach, das hat Spaß gemacht, ne? Ey, du, wie wär's mit Sterben? Alter, der Schaden ist halt übel dumm, ne? Der ist halt wirklich dumm hoch. Let's be honest, der ist einfach hoch. Und ich habe fast 5000 HP. Damn, son. So, und jetzt können wir probieren, zur Top-Lane zu gehen. Ich glaube, die kriegen den nicht tot. Ich glaube, Garen hätte nicht mal flashen müssen. So. Der ist ja auch am R- und Armor-mäßig halt auch so gut dabei, ey. Der ist tot, by the way. He's dead. Alter. Schade, Junge. Bin ich? Ach, ich wurde zurückgezogen. Am Tagst. Schon gewundert. Oh lala. Oh, schade. Wir chasen einen chasenden Chase. Einfach ins Ohr. Schöne Backpfeife. So, und jetzt können wir hier die ganzen Gebäude kaputt machen. Und oder das Spiel beenden. Guck mal, jetzt haben wir hier ein paar Minions. Echo ist halt nicht, ist jetzt nicht super schlecht im Gebäude verteidigen. Gigi. Dragonfische waren passive. Ja, das stimmt. Dass da noch ein bisschen mehr Stats zu kriegen, ist nett. Aber ich glaube, die wollen es auch ändern, diese Passive. Weil sie halt wirklich nicht gut ist. Also sie ist halt so, ja, ich will was machen, aber das Stat-Value, was man bekommt, ist halt so schlecht. Leider. Also du musst dir vorstellen, du hast halt Wukong, der einfach in keine Ahnung wie viel Leuten drin steckt und kriegt das Gleiche. Einfach so, ohne was dafür zu machen. Also jetzt nicht direkt das Gleiche, aber können wir mal gucken. Oh, scheiße. Egal, einen Moment. So, W wie Wukong und Schwana. Also Wukong bekommt 8 sogar pro Gegner. Uff. Level 13. Das ist ein guter Wert. Ah, 8 mal 5 sind 40, oder? So. 40 und die. Oh, die kriegt sogar nur 5 permanent. Das heißt, ich müsste 8 Drakes machen. 8!
um die Wukong Passive zu kriegen. Ich habe natürlich Barons gemacht. Barons zählen die auch? Nee. Nee, Barons zählen gar nicht.